Oh shit. Milch ist Gift, ja. Freunde der Sonne, hier ist Mai, eure Chemikerin des Vertrauens. Und ich würde sagen, es ist Zeit für ein bisschen Ruhe, für Tee und ein paar wissenschaftliche Fakten. Lasst schnell anfangen, denn ich bin ein bisschen erkältet. Oder wurde ich von Milch vergiftet? Findet es heraus. Ich habe mir drei Fragen rausgesucht, die ich wissenschaftlich beantworten möchte. Nämlich erstens, was ist Milch überhaupt genau? Zweitens, ist Milch Gift? Ja. Und drittens, ist Unge ein PR-Genie? Und ja, auch diese Frage werde ich wissenschaftlich beantworten. Nummer 1, was ist Milch eigentlich? Muttermilch enthält alles, was ein Baby so braucht. Wasser, Kohlenhydrate bzw. Zucker, Proteine, Mineralien, Vitamine, Antikörper, Hormone. Während Babys den Milchzucker, also die Laktose, noch problemlos abbauen können, verlieren die meisten Menschen diese Fähigkeit, sobald sie aufwachsen. Der Großteil der Menschen ist laktoseintolerant, nämlich ca. 65%. In Vietnam zum Beispiel sind es 90%, die Laktose nicht vertragen. Vietnamesen kann man also ganz gut mit Milch vergiften. Vor ca. 8000 Jahren allerdings begann sich in einigen Bereichen der Welt eine bestimmte Genmutation durchzusetzen, die es den Menschen erlaubte, Milchzucker abzubauen, sodass heutzutage ca. 35% Milch trinken können, ohne davon Bauchschmerzen zu bekommen. So, woher kommt die Milch? Naja, dass die Milch von der Kuh kommt, das weiß ja jeder, aber warum wir jetzt ausgerechnet die Muttermilch von Kühen trinken, ist nicht unbedingt direkt nachvollziehbar. Vielleicht erinnert sich noch jemand, 2011 sorgte eine Londoner Eisdiele für einen Skandal, weil sie eine Eissorte mit Muttermilch herausbrachte. Muttermilch von einer fremden Frau? Abartig. Aber dass wir uns morgens Muttermilch eines fremden Tieres auf unser Müsli schütten, daran haben wir uns inzwischen gewöhnt. Kuhmilch hat zum Beispiel auch einen ähnlichen Fettgehalt wie Menschenmilch. Aber der Hauptgrund ist, dass Kühe so ertragreiche Milchgeber sind, sodass sich Kuhmilch etablierte und heute so beliebt ist. Deutschland konsumiert pro Jahr rund 7,5 Millionen Tonnen Frischmilcherzeugnisse. Um dem nachzukommen, werden oft sogenannte Turbokühe eingesetzt, eine Zuchtreihe namens Holstein-Friesian bzw. Friesian, kurz auch HF-Kühe genannt. Während im Jahre 1955 eine Kuh ca. 4000 Liter Milch pro Jahr produzierte, liefert eine HF-Kuh bis zu 15.000 Liter pro Jahr. Und folgendes ist vielen vielleicht auch nicht bewusst. In Großbetrieben werden die Kühe quasi dauerschwanger gehalten, damit sie auch ganzjährlich Milch produzieren. Die Kühe werden nach der Entbindung relativ schnell wieder neu künstlich besamt, damit sie eben jedes Jahr Kalben. Entsprechend leben solche Turbokühe in der Regel nicht besonders lange. Nach ein paar Jahren treten oft Berufskrankheiten auf. Die Kühe werden aussortiert und landen dann beim Schlachter. Zum Glück gibt es auch Ausnahmen und es gibt Milchbauern, die sich dem Trend entgegensetzen und trotzdem Kunden finden, die dazu bereit sind, für den Liter Milch mehr als nur ein paar Cent zu zahlen. Aber die meiste Milch, die bei uns auf dem Frühstückstisch landet, kommt eben nicht von der grünen Alm, so wie sie in der Werbung gezeigt wird, sondern von regelrecht gezüchteten Milchmaschinen. Okay, Frage Nummer 2 ist: Milch Gift? Ich kann es nachvollziehen, wenn man denkt, dass Milch trinken einfach nicht richtig sein kann. Der Mensch ist nicht nur das einzige Tier, das als Erwachsener noch weiterhin Muttermilch trinkt, sondern er ist auch noch das einzige Tier, das die Muttermilch eines anderen Tieres trinkt. Bisschen seltsam ist das schon. Aber der Mensch macht viele Sachen, die andere Tiere nicht machen. Und nur weil etwas seltsam ist, hat das noch keine medizinische Aussagekraft. Was hier zählt, sind wissenschaftliche Fakten und die habe ich mir mal genauer angeschaut. Erstens Kalzium und Knochen. Kalzium ist wichtig für unser Knochenwachstum und Milch ist eine gute Kalziumquelle. Ein Liter Milch enthält ca. 1200 Milligramm Kalzium und die empfohlene Tagesmenge sind 1000 Milligramm. Es besteht ein wissenschaftlicher Konsens darüber, dass Milch für Kinder und Jugendliche in der Wachstums- und Knochenaufbauphase einen gesundheitlichen Vorteil hat. Uneinig sind sich Wissenschaftler allerdings, wenn es um Osteoporose geht. Osteoporose ist eine altersbedingte Krankheit, bei der Knochen brüchig werden. Man hört immer wieder, dass Milch Osteoporose fördert, weil in Ländern, in denen viel Milch getrunken wird, häufiger Osteoporose auftritt. Das ist aber nur eine Korrelation und keine Kausalität. Ein Zusammenhang, aber keine Ursache. Sehr wichtiger Unterschied. Sagen wir, in Deutschland leiden mehr Menschen an Osteoporose als in Vietnam. Außerdem wird in Deutschland viel mehr Milch getrunken als in Vietnam. Das kann theoretisch bedeuten, dass Milch Osteoporose verursacht, muss es aber nicht. Das kann auch genauso Zufall sein, denn zwischen Deutschland und Vietnam gibt es viele Unterschiede, nicht nur den Milchkonsum. Genauso ist die Gesundheit von Knochen von vielen verschiedenen Faktoren
Faktoren abhängig, vor allem von genetischen Faktoren, aber auch von Körpergewicht, von Rauchen, von Hormonen wie Östrogen. Also es gibt keinen Grund zur Sorge, dass Milch schlecht für unsere Knochen ist, aber es gibt auch genauso wenig wissenschaftliche Hinweise dafür, dass Milch gut für unsere Knochen ist, wenn wir bereits erwachsen sind. Zweitens, Milch und Krebs. Milch enthält zu geringem Teil sogenannte Wachstumsfaktoren. Wachstumsfaktoren nennt man Proteine, die sind beteiligt bei biologischen Prozessen, die mit Wachstum zu tun haben. Das kann einmal das normale Wachstum sein. Zum Beispiel in Ländern, wo viel Milch konsumiert wird, sind die Menschen auch größer. Wir können weder sagen, ob die Milch wirklich eine Ursache dafür ist, und noch weniger können wir sagen, ob es die Wachstumsfaktoren in der Milch sind oder irgendwelche andere Bestandteile, zum Beispiel das Kalzium. Wachstumsfaktoren können aber auch Zellwachstum, Zellteilung fördern und damit im schlimmsten Fall auch das Wachstum von Krebs. Zum Beispiel gibt es einige Studien, die Korrelation zwischen Prostatakrebs und Milchkonsum sehen. Korrelationen sind wie gesagt nur bedingt aussagekräftig, aber bei Krebsverdacht sollte man mögliche Risikofaktoren durchaus ernst nehmen. Was allerdings wiederum gegen den Einfluss von Wachstumsfaktoren spricht, ist die Tatsache, dass kein Zusammenhang mit irgendeiner anderen Krebsart bisher gefunden wurde. Im Gegenteil, im Fall von Darmkrebs hat man sogar eine positive Korrelation gefunden, also Milchkonsum zusammenhängend mit verringertem Krebsrisiko. Drittens, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch hier gibt es keinen wissenschaftlich fundierten Grund zur Sorge. Allerdings sollte man sich über ein paar andere Zusammenhänge bewusst werden. Kritisch sind zum Beispiel fettreduzierte, fettarme Milchprodukte. Wer zum Beispiel gerne fettarmen Joghurt isst, muss sich darüber im Klaren sein, dass die Fettreduzierung oft mit mehr Zuckerzusatz kompensiert wird, denn sonst würde das ja auch nicht schmecken. Viertens, Milch und Akne. Ja, Milch kann bei Jugendlichen die Teigproduktion erhöhen, die ja sowieso schon erhöht ist, was zu Pickeln und zu Akne führen kann. Auch hier sind bisher nur Zusammenhänge, also Korrelationen und keine direkten Kausalitäten nachgewiesen, aber man kann ja mal durch Milchverzicht einen Selbsttest machen und schauen, was es einem bringt. Denn eins ist klar, eine gesunde Ernährung ist sicherlich auch möglich ohne Milch. Kalzium, Protein und auch Vitaminquellen gibt es viele andere, nur als Gift würde ich Milch jetzt nicht bezeichnen. Wobei natürlich auch die Dosis das Gift macht. Ihr wisst schon, alles ist giftig ab einer gewissen Dosis. Ist Milch allerdings ein Gift für den Planeten? Da fällt mir direkt das Tee-Etikett ab. Dazu muss ich mal ein extra Video machen oder am besten direkt eine ganze Reihe. Ich selbst bin keine Veganerin, auch keine Vegetarierin, leider. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mal. Ich unterstütze alle Vegetarier und alle Veganer und in dieser Hinsicht unterstütze ich damit auch Unge, weil ich weiß, dass alles andere einfach nicht nachhaltig ist. Aber bevor ich jetzt hier ein Fass aufmache, das ich an dieser Stelle gar nicht angemessen angehen kann, kommen wir doch lieber zur dritten Frage, nämlich ist Unge ein PR-Genie? Unges Milch-ist-Gift-Video war sicherlich höchst effektiv darin, eine Diskussion auszulösen, aber nicht die beste Methode, um eine konstruktive Diskussion zu schaffen. Es gibt ein gut untersuchtes psychologisches Phänomen namens Confirmation Bias. Jeder leidet darunter, der eine mehr, der andere weniger, aber niemand ist wirklich frei davon. Confirmation Bias heißt letztendlich, dass ich an meiner eigenen Meinung festhalte, egal was kommt. Außerdem ist erschreckend gut untersucht, wenn wir uns einmal einen Eindruck gebildet haben, dann lassen wir den nicht los, auch wenn wir wissen, dass dieser Eindruck oder diese Meinung falsch ist. Ich habe dazu auch schon ein, zwei Videos gemacht, verlinke ich euch. Jedenfalls war es deswegen ziemlich ungeschickt, dass Unge im Video sowas sagt wie: Wenn ihr mindestens zweimal täglich Milch und Milchprodukte esst, dann macht ihr euch krank. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine riesen Verschwörungstheorie. Wir werden systematisch krank gemacht mit den Lebensmitteln. Kanada möchte nicht mehr, dass ihre Bevölkerung krank wird. Kanada möchte in Zukunft gesunde Menschen in ihrem Land haben. Jetzt hat er ja im zweiten Video eingeräumt, dass er bewusst auch provozieren wollte und dass Milch für den Einzelnen vielleicht doch nicht ganz so kritisch ist, dass Veganismus aber trotzdem der richtige Weg ist. Es gibt unzählige weitere Studien über den gesundheitlichen Aspekt von Milch. Allerdings kommt man beim Body of Evidence zum Ergebnis, dass zum jetzigen Standpunkt mehr Studien für einen Milchkonsum, vor allem im Kindesalter, sprechen als dagegen. Wenn jetzt gar nicht wirklich klar bewiesen ist, dass Milch ungesund ist bzw. krank macht, warum habe ich dann die zugegeben provokante Aussage getroffen, dass Milch Gift sei? Es ist zwar, wie bereits erwähnt, nicht eindeutig belegt, dass Milch ganzheitlich schädlich für den einzelnen Menschen ist, aber Milch ist Gift für die Tiere, die davon betroffen sind und ausgebeutet werden.
Und Milch ist Gift für unseren Planeten, da der CO2-Ausstoß und die Grundwasserverseuchung durch die Viehhaltung um ein Vielfaches höher ist als das von Autos und Flugzeugen. Das Problem ist nur, jeder, der sich nach dem ersten Video gedacht hat, was für ein verschwörungstheoretischer Bullshit, wird Unges guten Argumenten im zweiten Video keinen Glauben mehr schenken. Den Eindruck, den er im ersten Video vermittelt hat, wird er jetzt im Nachhinein kaum mehr revidieren können und damit hat er möglicherweise vor allem diejenigen Menschen verloren, die er am ehesten erreichen wollte, nämlich die veganen Kritiker. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass die durchaus guten Argumente, die Unge jetzt in seinem zweiten Video angesprochen hat, in dem ganzen Halligalli so ein bisschen untergehen und dass der große Sturm, den Unge ja nach eigener Aussage bewusst provoziert hat, so ein bisschen um die falschen Argumente heraufbeschwört wurde. Aber ihr seid Freunde der Sonne und damit Freunde des sachlichen Austauschs. Deswegen schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr zum Milchgate denkt und schreibt mir auch gerne eure Fragen und Gedanken zum Thema Veganismus, denn ich würde tatsächlich gerne mal einen längeren Beitrag dazu produzieren und eure Fragen da auch gerne mit einbeziehen. Wir sehen uns nächsten Donnerstag, Freunde der Sonne. Bleibt sicher. Oh.